Habe die Ehre, schön, dass du wieder zuschaust und zuhörst, hoffentlich auch. Heute zum Thema, warum jeder Tag ein Freitag oder ein Feiertag sein kann. Du kennst es ja sicher und mir ging es genauso. Du gehst in die Arbeit am Montag und das Erste, was du denkst, warum war das Wochenende nur so kurz und wann ist endlich wieder Freitag? Freitag angekommen, du freust dich riesig auf den Feierabend, kommst nach Hause und genießt die 48 Stunden, zu denen, in denen du vielleicht Zeit hast, das zu tun, was dir Spaß macht, was dir am Herzen liegt, was dir Freude bereitet. Du fühlst dich einfach im Moment und alles ist gut. Kommt der Sonntagabend oder generell Sonntag beim Aufstehen vielleicht schon, merkst du, ah, nur noch ein paar Stunden und wenn ich dann das nächste Mal aufwache, dann ist schon wieder Montag und ich darf zurückgehen und meinen Job erledigen und für jemand anders arbeiten und wie auch immer. Ist alles ganz verständlich, habe ich selbst durchgemacht. Wurde uns auch leider so beigebracht, dass wir von klein auf das eingetrichtert bekommen von der Schule, von unserer Erziehung, von unserer Fortbildung, Ausbildung, dass wir von Montag früh bis so, Montag früh bis Freitagabend arbeiten müssen und Geld verdienen für vielleicht Dinge, die wir gar nicht so unbedingt brauchen. Aber das ist ein anderes Thema. Jedenfalls, wenn du nicht zufrieden bist mit deiner Woche, was so unter der Woche passiert, dann ist es einfach nicht vielleicht, aber ist es die simple Tatsache, dass es eine Entscheidung davon weg ist, dein Leben zu ändern. Das heißt, du willst einen anderen Job machen, du willst eine andere Tätigkeit hinterhergehen. Es ist im Endeffekt möglich, wenn du es willst. Es ist nicht simpel, aber es ist möglich. Für mich als Unternehmer und jemand, der alles hingeschmissen hat, was ich dir nicht unbedingt nahelege, weil es mit viel Schmerzen verbunden ist und auch mit viel Missgunst und Unverständnis von vielen Seiten. Jedenfalls, wenn du spürst in deiner Arbeit, dass es dieses Gefühl, diese Unzufriedenheit, diese Traurigkeit, dass du immer wieder dich dazu praktisch pusht und reinpresst in diese Form, in diese Rolle, die du spielen sollst, damit du akzeptierst wirst von deiner Umgebung, von deinem sozialen Umfeld, von der Gesellschaft auch. Aber innerlich sagst du dir so, ich habe eigentlich gar keinen Bock auf dieses Theater und ich will einfach mal wieder Spaß haben und Dinge tun, die mir gut tun. Und auch im beruflichen ist es so, wenn der Zeit gekommen ist, wo du merkst, dass alles einfach mal nicht mehr so läuft, wie es laufen sollte oder wie du es dir vorgestellt hast, dass du deine Zukunft noch auslebst und erlebst auch. Und wenn du vielleicht noch 20, manche auch 30 Jahre Arbeiten noch vor sich haben, dann habe ich mir die Frage gestellt, ist es wirklich gesund für mich, für körperlich wie auch geistig, dass ich mich mit Dingen befasse und beschäftige und mich immer wieder boykottiere oder auch sabotiere eher, einen Job nachzugehen, den ich gar nicht will oder eine Tätigkeit, die mir im Endeffekt Geld bringt, aber mein Leben nicht wirklich bereichert. Und auch nicht erfüllt. Daher ist es ganz wichtig, dass du mal feststellst, was du eigentlich leidenschaftlich gerne tust. Was könntest du machen, was vielleicht mehr Sinn ergibt, was sinnvoller ist, was,
was dich auch selbst weiterbringt als Person und was dich auch ja, als Vater, als Partner, als Bruder auf eine höhere Ebene begibt oder bringt, um auch entsprechend das an deine Kinder weiterzugeben. Dass du, so ging es mir zumindest, dass ich nicht meiner, ich habe eine kleine Tochter von 3 Jahren, der will ich nicht unbedingt sagen oder sie in eine bestimmte Richtung pressen und sagen, du musst jetzt studieren oder du musst jetzt hier das und das machen, auch wenn es dir keinen Spaß macht. Natürlich machen Dinge anfangs Spaß und dann geht der Spaß irgendwann vorbei, aber wenn man dann ein gewisses Ziel hat und sich dann entsprechend auch mit diesem Ziel identifiziert, dann machen die Dinge, die vielleicht weniger Spaß machen oder die eine Last sind und die mal hin und wieder nicht so gut laufen, machen dann nichts aus und die kann man dann einfach mal ja, hinter sich lassen und zur Seite schieben, wenn man dann diese Kraft hat, diese Leidenschaft, um an ein Ziel wirklich heranzugehen und an dem zu arbeiten. Dann ist es auch ganz, ganz wichtig, dass du, wenn du nicht zufrieden bist in deinem Leben, dass du dir mal sagst, was ist denn, wie kann ich denn meine Zeit besser einteilen, damit ich mehr maximal Dinge mache, die mir wieder Lebensfreude bereiten, die mir wieder Spaß bringen, die mich wieder heiter sein lassen, die mich auch wieder vielleicht beflügeln in meinem Job, der mir vielleicht anfangs Spaß gemacht hat und vielleicht ist er dein Traumjob, aber andererseits hast du deine Freizeit so gestaltet, dass du viel zu viel Stress hast, auch in der Freizeit und da nicht zur Ruhe kommst und dich wieder regenerierst und deine Energie wieder auflädst und deinen Körper auch mal ausspannen lässt und auch mal an nichts denkst, wenn du eine entsprechend anstrengende und ja, herausfordernde Arbeit nachgehst, die viel oder extrem intensiv auch deine grauen Zellen beanspruchen, dann ist es vielleicht wichtig, mal wieder runterzufahren und mal Dinge zu tun, die einfach nur, ja, nur einfach dich so in deinem Moment leben lassen und dich zum Lachen bringen und diesen ganzen Müll, alles, was so außen passiert, in deinem Job, was auch immer, wo negative Erlebnisse gibt, die dir einfach mal diese vergessen lassen. Und zu guter Letzt, wenn du dann doch die Entscheidung getroffen hast, dein Leben umzukrempeln, dann ist es wichtig, dass du auch erkennst, dass eine Investition notwendig ist. Investition nicht nur aus finanzieller Sicht, sondern auch aus zeitlicher Sicht, aus energetischer Sicht. Du darfst und musst auch Herzblut in ein neues Leben, in eine neue Tätigkeit stecken. Es geht nicht so von heute auf morgen. Du brauchst auch wiederum zur Zeit zurückzugehen. Du brauchst auch Ausdauer. Du brauchst wirklich den Willen, etwas zu ändern und dich voll und ganz zu investieren. Nicht nur, und da gehe ich dann auch wieder so auf die Nachhaltigkeit zurück. Nicht nur aus der finanziellen Sicht, sondern auch aus der körperlichen Sicht, aus der sozialen Sicht. Was bist du bereit wirklich zu tun, damit du in deinem Leben vorankommst und damit du an etwas arbeitest, an etwas wirkst, was dich am Ende sagen lässt, wenn du ja, die letzten Stunden, die letzten Tage lebst, darauf kann ich wirklich stolz sein. Diese Entscheidung war notwendig, dass ich die getroffen habe. Ich bereue sie auf keinen Fall, weil ich genau das Richtige gemacht habe, was mich in meinem Leben als Mensch und was mich als Person, was mich als, ja, als generell als Individuum auszeichnet und ich nicht nur einfach der Masse hinterhergeschwommen bin, sondern ich habe auf meine innere Stimme gehört, die mir wirklich diese Energie gegeben hat, diese Leidenschaft, meinem Ziel nachzugehen, meine Zeit so zu gestalten, dass ich es anfangs vielleicht auch unter vielen Hürden oder unter vielen Blockaden, mit vielen Blockaden, mit vielen Widerständen, jetzt habe ich das Wort, mit vielen Widerständen oder trotz dieser Widerstände geschafft habe, mein Leben in die Hand zu nehmen und es so zu
kreieren, wie ich es wirklich von Herzen will. Und das wünsche ich dir, dass du dazu fähig bist, bereit bist, mal, es reicht ja noch, nur eine Entscheidung in deinem Leben mal zu treffen, zu sagen, es reicht, diese Art zu leben, ist nicht mal meins. Irgendwas darf sich jetzt ändern, auch vielleicht radikal sogar. Radikal in der Hinsicht, dass radikal kommt von dem, ich weiß nicht, ob es griechisch, glaube ich, kommt von dem Wort Wurzel, also wirklich, dass du mal das Problem an der Wurzel packst und sagst, ey, so geht's nicht weiter, was darf ich da ändern? Und wenn du das erreicht hast und ich habe das selber an mir selbst erfahren, dann bist du einfach die ganze Zeit am Wirken und du arbeitest an deinem Ziel und denkst an dein Ziel und bist eins mit deinem Ziel und dann gibt es keinen wirklichen Wochentage mehr. Dann ist man auch bereit, sonntags zu arbeiten. Dann ist man fähig, 15 Stunden am Tag tätig zu sein. Und das wünsche ich dir einfach, dass du nicht mehr in deinem Leben diese Vorfreude nur noch hast aufs Wochenende, sondern dass du einfach eine Freude hast an deinem täglichen Leben, an deinem täglichen Dasein und deinem Wirken und dass du auch was bewirken kannst. Davon bin ich fest überzeugt, weil ich habe es auch irgendwie geschafft, und es geht auch, es gibt immer Möglichkeiten und wenn man es wirklich will, dann geht es auch irgendwie. In dem Sinn, danke fürs Zuschauen. Nochmal zu meiner Person. Mein Name ist Martin Zimmermann. Ich helfe erfolglosen, zurückhaltenden und unzufriedenen Menschen, den Mut zu gewinnen, ein nachhaltig erfolgreiches, gesundes, auch aus finanzieller Sicht, Leben zu führen, um ja, diese Welt einfach schöner zu machen. Und das fängt immer bei einem selbst an. Wenn du Gefallen gefunden hast an dieser Hilfestellung und du noch ein bisschen mehr brauchst, und du willst mir auch erzählen, an welchen Hindernissen es genau hapert momentan, dass du in deinem Leben was ändern willst, dann klick einfach auf den Link unten in der Beschreibung. Da kommst du dann auf Calendly und um einen Termin bei mir zu buchen, dann können wir darüber sprechen, über deine Situation. Du findest mich auch auf Telegram oder in Facebook. Links sind alle in der Beschreibung. Also zögere nicht mehr lang. Das Leben ist viel zu kurz und zu schön, um dich von negativen Dingen und von aufgedrückten, ja, wie soll ich sagen, Aufgaben und einem aufgedrückten, künstlich erzeugten Lebenssinn beeinflussen zu lassen. Das war's. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, mach's gut.